Ich muss aufhören, mir ständig Krimis anzuschauen, weil wenn ich selbst das Gefühl habe, ich mache den Jack the Ripper, nur weil ich grinse, dann stimmt was bei mir nicht, habe ich so das Gefühl. Das ist, glaube ich, auch ein Fakt, oder? Ja, dann haben wir jetzt nämlich den überliegenden Dinger von vorhin wieder aufgeholt und sind wir jetzt wieder beim Passenden. Und zwar, ich liebe Regen. Ich liebe Regen, wenn ich ihn anschauen kann, wenn ich ihn rieche. Ich liebe vor allem die Erde nach dem Regen, wie dieser Duft, den finde ich so toll. Gibt es übrigens ein Fachwort, das heißt Petichor. Ja, es ist mein Lieblingswort übrigens auch. Kleiner Nebenfakt. Aber ich liebe auch Schnee. Ich liebe es, wenn es schneit und so richtig kalt wird und die Luft so eine andere Art von Luft einfach herrscht. Und dieses schöne, weiße, pudrige Zeug. Und dann kann man Schneebälle formen. Und ich liebe das einfach. Ich bin eher der Schlechtwettermensch. Sonne, aber wen wundert es, wenn einem die Sonne immer wehtut? Dann ist das jetzt nicht so die Überraschung. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Info zu mir. Ich mag es nämlich auch lieber kalt als warm. Also ich bin jemand, wenn ich bibber und friere, kann ich immer noch besser einschlafen, als wenn ich schwitze. Also im Sommer schlafe ich erstmal ganz schlecht. Also erst schlafe ich schlecht, weil es mir zu warm ist. Dann schlafe ich noch schlechter den ganzen Juli, weil es mein Geburtsmonat ist. Und dann im August schlafe ich immer noch schlecht wegen der Wärme. Und dann bin ich auch immer im Schlaf und dann werde ich knatschig und dann bin ich spätestens immer im September das schlimmste Ekel, das man sich vorstellen kann, aus Schlafmangel. Und meistens breche ich so im August, Mitte August dann total zusammen und dann schlafe ich wie so ein Stein. Ja, schon mal eine Weile, wenn es dann abkühlt. Sobald es dann abkühlt, dann bin ich wirklich nur noch der Stein, der da im Bett liegt. Also dann ist auch nur noch Wegzeit zur Fressenszeit und auf Klozeiten. Ja, das sind dann die Infos dazu. Gut, dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Und diesmal versuche ich es mal mit einer anderen Geste, wenn mir selbst mein eigenes Grinsen Angst macht.